Des Öfteren werde ich gefragt, wie man mit einer Trennung umgehen soll. Was ist, wenn zwei Menschen, die sich innig geliebt haben, auf einmal auseinandergehen? Was ist der Grund dafür? Wie kann es sein, dass etwas, was so stark miteinander verbunden ist, nun auf einmal getrennte Wege geht? Zum einen, eine wirkliche Trennung gibt es nicht. Alles ist und bleibt auf Dauer miteinander verbunden. Doch wie du mit dem möglichen Schmerz umgehst, das ist eine andere Geschichte. Wenn sich zwei Menschen trennen, dann hat das meistens den Grund, dass die Wege sich verändern, dass die Einstellungen anders geworden sind oder dass man sich weiterentwickeln möchte und vielleicht der andere noch nicht bereit dazu ist oder umgekehrt. Sehr oft denkt man, man ist schuld an irgendetwas. Man ist grundsätzlich niemals an etwas schuld, sondern man hat sich lediglich für etwas entschieden. Etwas, was eventuell für die Partnerschaft oder für etwas anderes ist. Und wenn sich nun die beiden trennen, dann ist das sehr oft sehr, sehr schmerzhaft. Es sorgt für Unbehagen, vielleicht sogar Wut und Ärger. Man fühlt sich vielleicht wie ein Versager. Egal ob Mann oder Frau, es ist immer eine schwere Situation. Ich persönlich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist wichtig, diesen Schmerz, den du empfindest, zu durchleben, ihn auszuleben. Lass ihn fließen, so wie Wasser im Flussbett fließt. Fange an und spüre diese Emotionen, diese Gefühle, die hochkommen bei der Trennung. Denn sie kommen hoch, so oder so. Mache bitte nicht den Fehler und verschließe dich vor dem Schmerz, denn egal wie lange du es unterdrücken könntest, ich garantiere dir eins, er kommt zurück. Und wenn er zurückkommt, dann könnte das sehr, sehr böse ausgehen. Das kann zu Krankheiten führen, zu Frustration, zu Wutentladungen. Es kann dazu führen, dass man aufgibt. Doch wenn du durch den Schmerz gehst, wenn du es zulässt, wenn du weinst, wenn du schreist, wenn du es einfach einmal rauslässt, es zulässt, es anerkennst, dann wird aus diesem Schmerz, aus diesem andere Wege zu gehen, etwas Wundervolles. Denn es hat seinen Grund. Möglicherweise ist die Zeit nun gekommen, einen nächsten Abschnitt in deinem Leben zu gehen. Auch wenn ich den Begriff Lebensabschnittsgefährte überhaupt nicht mag, so ist es doch gar nicht so verkehrt, diesen Begriff hier einmal zu erwähnen. Im Rahmen einer Trennung geht es doch um einen Abschnitt. Es geht darum, einen neuen Wegesabschnitt zu beschreiten. Möglicherweise in eine noch schönere Zukunft, in eine andere Zukunft. Denn diese hast du selber entschieden. Eine Trennung ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, zumindest in den allerseltensten Fällen, sondern eine Trennung hat Vorboten. Es ist das sich nicht mehr so engagieren. Es ist das möglicherweise Egalsein des Partners, was mit Sicherheit eines der schlimmsten Sachen ist. Dann ist eine Trennung definitiv der beste Weg. Doch in der Natur gibt es auch Trennungen. Flüsse trennen sich und spalten sich auf. Steine werden gebrochen. Bäume trennen sich in ihren Ästen. Und wenn du dieses Beispiel mal nimmst, ein Baumstamm treibt aus, er trennt sich in den Ästen, um sich weiter zu verzweigen, um mehr vom Leben zu haben. Und so ist es auch bei einer Trennung. Ich würde es nicht als Trennung bezeichnen, sondern wie wäre es, wenn du es als neuen Abschnitt in deinem Leben bezeichnest und die Gefühle, wenn sie einmal voll durchlebt wurden, werden dann zu einer Erinnerung, und zwar zu einer schönen. Sie ermöglichen dir das, was Frauen sowieso immer wollen, nämlich befreundet sein mit ihrem Mann oder dem Mann, die Gelassenheit und Ruhe auch danach noch einen Menschen, mit dem man sehr lange zusammen war, und zwar egal, wie kurz es auch nur scheint, es ist immer eine lange Zeit,
dass diese auch dauerhaft bestehen bleibt. Aus liebenden Menschen, aus einem Paar, bleiben liebende Menschen übrig. Nur nicht mehr als Paar, sondern als Freunde, als Menschen, die in der Zukunft durchaus wieder zusammen etwas unternehmen können. Warum auch nicht? Doch das Allerwichtigste ist und bleibt, den Schmerz zu durchleben. Bewusst zu durchleben. Es gibt sehr viele Filme, die dieses Themenfeld behandeln, den Schmerz zu durchleben bzw. Emotionen zuzulassen. Wenn etwas Schlimmes passiert, du dich stark verletzt, ein Mensch stirbt, dann mag das immer furchtbar sein und es ist niemals etwas Angenehmes. Doch wenn du für dich selber einmal hinschaust, was passiert, wenn du den Schmerz zulässt, ihn auslebst und er mehr und mehr zu einer schönen Erinnerung sich wandelt, dann kann es dir passieren, dass du Trennung mit einem anderen Auge siehst. So wie ich es tue. Natürlich tut Trennung weh. Doch was danach kommt, ist möglicherweise schöner. Auf jeden Fall ist es schöner als der Schmerz davor. Doch alles Schöne bedarf zuallererst einmal einem Schmerz. Du möchtest erfolgreich werden? Dann lebe mit dem Schmerz der Ablehnung. Du möchtest glücklich sein? Dann lebe mit dem Schmerz des Zurückgewiesenwerdens. Es gibt für alles immer einen Preis, den du zahlen darfst. Und diesen zu zahlen heißt, ihn zuzulassen, anzuerkennen und ihm dann loszulassen. Dabei wünsche ich dir viel, viel Erfolg. Und etwas, was dabei hilft, einen Schmerz anzuerkennen, ihn loszulassen, ist die Natur. In der Natur fällt es einem sehr viel leichter, weil sie dir Kraft spendet. Sie schenkt dir Geborgenheit. Also, raus in die Natur.